Und da sind wir auch direkt schon wieder bei FTB Infinity. Ich bin gerade VexMex und wir sind immer noch hier in dem Nether Fortress. Quatsch, was laber ich hier? Im Stronghold. Entschuldigung, ich habe mich verredet. Ist hier keine Türe? Nö. Wo geht es hier rein? Zum Portal. Ich will den Silverfish Spawner haben. Ich will mehr gar nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man jetzt halbwegs was sieht oder nicht. Eigentlich sollte... Oh, ich habe ihn. Stabilized Mob Spawner. Den kann ich jetzt abbauen, oder? Ja, ich glaube, den kann ich abbauen. Ich habe einen Stabilized Mob Spawner. Geht kaputt, ihr blöden Dinger. Oh, ich habe Glück gehabt. Das sind gar nicht mehr. Oh, cool. Und wir haben unser Portal gefunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Boom. Ja, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Ich mache hier noch einen zweiten Punkt. Wo bin ich überhaupt? Da. Portal. So, save, danke, tschüss. Jetzt ab nach Hause. Ich bin so dankbar, dass es eine Portal gibt. So. Mit dem Stabilized Mob Spawner muss ich jetzt wieder nach Hause. Nach Hause ist... Welche Richtung nochmal? In die hier. Okay. Ja, wie gesagt, ich sehe durch das Dingens da oben ja eigentlich relativ gar nichts. Okay, ich muss Pizza essen. Ja, die Broken Spawner, die können jetzt eigentlich weg. Beziehungsweise der kann weg. Den Witch-Spawner würde ich gerne noch behalten. Und ja, meine Mana-Bar, die hat sich gerade auch geladen. Egal, auf jeden Fall müsste ich auch nochmal laden. Die ist momentan ein bisschen, sagen wir, am Abnehmen. Dadurch, dass ich hier mit rumexperimentieren war, aber das irgendwie nur in eine Richtung zählt, egal was ich mache. Das ist ziemlich doof. Ich weiß nicht, warum dieser Bug auftritt, aber... Puh, na gut, lassen wir es. Vielleicht sollte ich den Server mal upgraden auf 2.3.5 bzw. 2.4.0. 2.4.1, entschuldige. Ich bin hier nämlich immer noch auf 2.2.2 am Spielen und, ne? Bugs sind hier leider mit inbegriffen. Aber das ist jetzt nicht so ein Problem. Wie gesagt, ich gucke, dass ich den Server bald auf mal... richtigen Server importiere, auf den Nitrado-Server. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das ganze Ding hier genauso gut wird. Nee. Das ist so schade. Ich meine, okay, es ist super geil, diese Waffe, ja, dass sie lenken kann, wenn sie denn lenken würde. Ja, meine Pizzablume ist immer noch Pizza am Essen. Hä? Ach du Scheiße, die sind den Pool hier noch am Laden. Das ist interessant. Ich wollte sagen, wo geht denn das hin? Ah, das ist interessant. Aber auch gleichzeitig irgendwie cool. Nun denn, ich muss mal gucken, dass ich meinen Mana-Ring auflade. Band of Mana. Das sollte eigentlich nicht passieren. Böse, böse, böse. Wo haben wir uns das hier? Machen wir einfach den hier. Drop das Ding da rein. Drop das Ding da. Du bist sowas von böse. Und wenn ich das hier mache... Ah, dann zockt er das da raus. Ah, ich hasse diesen Trichter manchmal. Kann man nicht einfach partial ausschalten? Oh, ich hab jetzt keine Blume kaputt gehauen, oder? Nee, hab ich nicht. So. Dann brauchen wir das hier. Den Vakuumhopper können wir wegtun und dann da rein. So, dann lädt der Ring nämlich mal Mana. Glaube ich. Kann auch sein, dass er was anderes macht. Ich wusste es, der macht es genau andersrum. Egal. Jetzt lädt er Mana. Und dann, wenn es voll ist, ich meine, guckt euch das an, was der in den Ring reinpasst. Ich könnte mir eigentlich den Terra-Stil Ring machen. Aber so weit war ich noch nicht. Wieso ist das so am Hoch- und Runterfloppen? Ach, weil die Pool... Ach, okay, okay, okay. Weil der da am Dingsbumsen ist. Dingsbumsen. Wenn man weiß, was ich meine. Ach so, ich nehme der Blume gerade das Fresschen weg, ne? Entschuldige, Blume, hier. Nehm dir was Pizza. Der sollte jetzt aber voll sein, siehst du? Ich wollte gerade schon sagen. Das war aber gerade schon merkwürdig. Egal, was kann ich mit dem... Ring of Mana. Wie? Band of Mana, ne? Scheiße. Band of Mana. Greater Band of Manas. Einfach nur ein Terra-Stil? Okay. Das ist weniger, als ich erwartet habe. Naja, was heißt weniger? Eigentlich... Aber alter, Stabilized Mob Spawner, ja? Das läuft so stark. Na gut, da kann man den Killer Joe. Wollen wir den wegtun? Nein. Wollen wir nicht. Wir wollen erstmal das hier machen. Denn, den Stabilized Mob Spawner, ja? Was mache ich jetzt damit? Wie war das nochmal? Wenn ich eine Seele draufklicke? Soul. So, den nehmen wir uns mal mit. Zusammen hiermit. Dann gehen wir mal ganz weit weg, weil ich keine Lust habe, dass mir hier Silberfische spawnen. Flop. Yeah! Oh, warte. Die ist jetzt aber noch... In nomine Patri finiet Spiritus Sancti. Amen. Man merke... Nächstes Mal sollte ich eventuell zuerst lesen. Da ich das Ding zuerst hinstellen muss und dann die Mobs-Toll da rein tue. Scheiße. Alle Mühen umsonst. Naja, nicht ganz. Immerhin habe ich jetzt einen Stabilized Mob Spawner. Wie upgrade ich den eigentlich? Aber auf jeden Fall hat es das mit dem Schwert getan. Das finde ich toll. Und hier, diesen Dinger sind ja aus. Stimmt ja. Wie viel sammle ich eigentlich in so einer kurzen Zeit? Verflucht viel, ehrlich gesagt. Aber die Dinger brauchen ja auch verflucht viel. Von daher, ne, ist so lala. Lala, 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 lala. Alles lala. Warte mal hier, für den Verbrauch 28.000. Pi mal Daumen. 147.000 haben wir. Okay, wir können mal weiter gucken mit den Solarpanelen. Dass wir die eventuell hinkriegen. Solarpanel. So. Wie viel haben wir denn hier bisher? 64 RF, den Tick. Knuffig. Wir gehen weiter mit den Resonant. Dafür brauchen wir erstmal Nuggets aus Inderium. Das ist nicht wirklich das billigste. Solar. Brauchen wir eigentlich gar nicht Panel dahinter schreiben. Sondern machen einfach nur das hier. So. Und da wir das hier schon haben, ist alles okay. Naja, noch nicht ganz. Ich muss nur einmal so hier machen. So, und dann das hier. Plus das hier. Ist ebenfalls ein Ding. So, dann brauchen wir mal eins hiervon. Uns fehlen Iron Nuggets. Und Lead Nuggets. Okay, wir müssen Eisen und Lead Nuggets machen. Eisen. Okay, das ging noch nicht. Wir brauchen mehr Patterns. Zack. Und dann brauchen wir noch Lead. So. Tun wir das hier noch da rein. Dann müssen wir das Ganze noch hier rein tun. Oh oh. Wir haben zu wenig. Wir müssen mehr bauen. Das ist irgendwie interessant. Wir brauchen mehr. Viel mehr. Das hier war ja schon eine gute Investition. Nur wie gesagt, leider zu wenig. Das heißt, wir müssen den Tower nach unten ausweiten. Müssen eigentlich. Wir haben hier 3 von 8. Wie viel haben wir hier? 6. Halt. Ne, doch, 6. Okay. Das heißt, wir müssten hier einen 7. machen. Kann ich hier das noch? Lässt der das zu? Ah, hallo? 3 hat auch lange, glaube ich, gereicht. Na gut, dann müssen wir eben nach unten ausweiten. Anders wird es nicht funktionieren. Ja, dann würde ich mal sagen... hallo? Boah, der wird langsam. Irgendwas slowt den gerade down. Aber das ist jetzt nicht weiter wichtig. Wir brauchen ein Dingsbums Molekular Assembly Saver. Ja, genau, die brauchen wir jetzt. Eins, zwei, dann brauchen wir ein Interface. Next. Start. Danke sehr. So. Perfekt. Nein. So, perfekt. Danke. Tschüss. Das war's schon. Einmal aufaddiert. Sollten wir jemals nochmal sowas brauchen, können wir jetzt ganz einfach da drauf tun. So. Da das ganze Ding jetzt angeschlossen ist, dürften wir jetzt eigentlich eine weitere Ebene im Assembly Shaper haben. Da haben wir sie doch. So. Dann brauchten wir, wie gesagt, einmal 1 Hiffern. Und können es machen. Hoch. Oh. Da ist ein bisschen was am Glas. Aber der ist so langsam. Wir brauchen Speed Upgrades. Wie mache ich die eigentlich nochmal? Die Speed Upgrades. Eigentlich ganz einfach. Hätte ich dann die entsprechenden Dinger davon. Wo haben wir die Alloys? Da haben wir sie. Next. Start. Danke sehr. Halala. Ich brauche was anderes zum Hören. Nö. Nee, nein. Hallo, das kam gerade schon. Das ist okay. Ich mag das übrigens, ne? Je, ich könnte mir diese Playlist den ganzen Tag hoch und runter anhören. So, unsere Alloys haben wir. Hier haben wir zu wenig. Alles wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5. Das waren genug. So. Der braucht Energie-Upgrades. Energy-Upgrade. Damals. Wir haben kein Gold Dust, ne? Goldpowder. Gib mir mal kurz das Ding und lass mir dich mal durchrennen. Danke sehr. 8 brauche ich nur. Ja, geh mal weg. Juix. 8, danke sehr. So. Weil der braucht im Moment gerade 3 KF. Also, als ob es nichts wäre. Läuft bei dem. Ja, jetzt geht das schon alles viel besser. Und vor allem hat er jetzt eine ordentliche Geschwindigkeit. Wie gesagt, falls wir mehr brauchen, können wir den ja auch noch upgraden. Aber 3 zur gleichen Zeit ist schon mal ein bisschen was, ne? So, beim Solarpanel haben wir jetzt das hier. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1 davon. Das ist wesentlich einfacher dieses Mal als das letzte Mal. Ich glaube, ich bin hier schon wesentlich weiter. So, zack, Pattern gemacht. Pattern da rein. Und wir haben es gemacht. So. Tada. So, dann machen wir mal kurz den hier. Wie viel können wir jetzt damit machen? 512 können wir mittlerweile damit machen. Machen wir direkt mal 2. Oh. Lapis Lazuli fehlt. Stahl fehlt uns. Wobei ich gerade merkwürdig finde, dass wir keinen. Was wir anstatt. Das hier ist nicht gut. Wir müssten dafür eigentlich auch das normale Stahl benutzen können. Ich weiß aber nicht, wieso nicht. Das ist mir jetzt diffus. Okay, da muss ich mal kurz nachgucken. Die Steel Nuggets. Solar. Ich wusste es. Steel. Wir müssen das Stahl hier nehmen. Den hier. Da brauche ich bloß 1 von. Machst du mir mal kurz. Bitte? Jetzt sag mir nicht, der macht den hier daraus. Ne, macht er auch nicht. Wo ist das Stahl hin? Der macht mir tatsächlich den Refined-Eye-Hunter draus. Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Es sei denn, wir können anderes machen. Wir können das natürlich so machen, dass wir den Steel Dust nehmen. Und den Steel Dust dann zu den Refined Irons hier machen. Also nur in der Theorie können wir das so machen. Gebt ihr mir jetzt mal langsam einen Steel Dust? Ne? Keine Lust? So lange dauert der aber normalerweise nicht. Das ist jetzt merkwürdig. Da klemmt irgendetwas. Da ist irgendwas nicht richtig. Welches Ding war nochmal für Stahl zuständig? Steht hier, ne? Ja. Irgendwas steckt hier fest. Ne, steckt hier gar nicht fest. Aber ich weiß nicht, wo mein Steel Dust ist. Er ist nicht da. Wieso craftet der noch mal? What? Cancel. 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 Let's steal das. Machen wir mal 10. Und damit sollte der eigentlich hier das anfangen zu machen. Aber hier kommt nichts. Device online. Hier ist eigentlich... Oh, es passiert nichts. Wo ist das Steel Pattern? Oh oh. Irgendwo ist hier was, aber nicht da, wo es richtig ist. Wo ist das Pattern? Das ist das Steel Pattern fehlt. Steel... Nee. Nee, hier war das nicht drin. Aber habe ich doch irgendwo... Habe ich doch eben das Stahl gesehen. Wieso Chest? Ein... Creates one steel with charcoal, one iron ingot. Was tut das da? Das war irgendwo, wo es merkwürdig war. Ich muss mal gerade nachgucken, in welcher Chest das bitteschön war. Oh, hier ist Carbon. Aber hier ist nichts drin. Warte, hä? Wait a second. Wieso... ist das hier drin? Das ist jetzt merkwürdig. Wieso macht er nichts? Er hat den also die Kohle drin, aber das Eisen nicht. Kohle, Eisen bzw. Enriched Iron. Um Himmels Willen, du blödes Vieh. Gehst du wohl aus? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das hat jetzt wehgetan. Da hatten wir den Fehler. Unser eigenes Verschulden hatte uns hier hingebracht. Naja, aber das wäre es dann erstmal für mich, auch wenn die Folge viel zu lange ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es mir noch ein Like und ein Abo da. Comments sind immer gerne gesehen und dann macht ein Trinkspiel daraus. Wie viele Fehler ich in einer Folge begehen kann. Naja, nächste Folge werden wir dann uns damit beschäftigen, dass wir die Solarpaneele richtig hinbekommen mit dem Stahl hier. Irgendwie müssen wir das ja hinkriegen. Und dann werden wir weitersehen. Euch bis dato noch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal bei VexMex Industries. Bye, bye.